Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und heute würden wir Ihnen gerne etwas genauer die technische Chartanalyse erklären, welche Dinge wichtig sind, welche Faktoren Sie überhaupt hier mit der TradeStation-Plattform analysieren können, welche Informationen notwendig sind und wie man diese dann am Ende vielleicht auch in den Trading-Setup, in ein Einstiegsszenario überträgt. Und dazu gehen wir jetzt einmal kurz auf den Bildschirm. Ja, zur Chartanalyse oder zur technischen Chartanalyse gehen wir einmal in den folgenden Workspace dazu. Wir präsentieren das Ganze hier mit der TradeStation-Plattform, TradeStation Global für Interactive Broker. Funktioniert natürlich in der Form mit den verfügbaren Indikatoren auch genauso mit der TradeStation Securities. Und da ist es egal, ob Sie die 10.0 oder 9.5 nutzen. Ich habe mal ein paar einfache Indikatoren rausgesucht, die sicherlich jedem ein Begriff sind. Das heißt, wir haben einmal hier den RSI. Wir haben das Volumen ganz unten. Vielleicht jetzt nicht direkt ein Indikator, aber immer eine wichtige Sache, die man mit berücksichtigen sollte. Und dann haben wir die Bollinger Bänder, die Sie im Chart mit dargestellt sehen. Und dazu werden wir noch ein paar andere Dinge mit einzeichnen. Ich glaube, gerade die einfachen Sachen wie Trendlinien, Supportlinien oder Widerstände sind eine ganz wichtige Angelegenheit, die man nicht unterschätzen sollte. Und dabei werde ich Ihnen auch noch ein paar weitere Zeichenfunktionen hier mit zeigen. Als Basis oder als Wert hier zur Analyse haben wir das ETF auf den S&P 500 gewählt. Man kann natürlich den Index auch selbst nehmen. Der ETF hat hier ein Stück weit den Vorteil, dass ich das Volumen mitsehe, aber das ist bei den Futures im Prinzip ja genauso mitmachbar. Ja, fangen wir erstmal einem Volumen an. Ich glaube, das ist das, was jedem jetzt sicherlich ja, ein Begriff ist oder mit dem auch schon der eine oder andere gearbeitet hat. Wichtig sind für mich immer diese Ausbrüche hier deutlich über das durchschnittliche Volumen, wo man dann vielleicht das Doppelte hat, was aktuell als Durchschnitt, als gelbe Linie angesehen wird. Da merkt man, hier ist wirklich Volumen in der Bewegung drin. Fast immer, wie Sie hier im Bild ganz gut sehen, passiert das natürlich mit Abwärtsbewegung. Und da kann man sicherlich auch schon bei so einem beginnenden Abwärtstrend immer schon mal sehen, mit welcher Stärke das Ganze verläuft. Und da sollte man natürlich die Historie mit heranziehen, dass man da auch so ein Stück weit Informationen hat, wie hat sich das Ganze verhalten und wie weit kann vielleicht so eine Abwärtsbewegung noch gehen. Also so eine ganz gute Information, ob eine Bewegung mit Volumen läuft oder nicht. Ansonsten jetzt ein reines Signal hier abzulesen, wäre natürlich, glaube ich, etwas zu viel erwartet. Ganz anders sieht es beim RSI aus. Der RSI hier mit folgenden Werten einmal eingegeben. Das heißt, wir haben den überkauften Bereich mit 70, den überverkauften Bereich mit 30, aber im Gegensatz zur Standardeinstellung von 14 Kerzen haben wir hier 25 gewählt. Indikator wurde ja, glaube ich, 1978 von Welles Wilter entwickelt, wo das Ganze auch hier die Grundeinstellungen waren. Wie gesagt, mit der Länge 14 und ist einfach ein Oszillator, der zwischen 0 und 100 springt und uns eine gewisse Stärke der Bewegung mit angibt. Standardmäßig sind dem Signale im Endeffekt so vorgesehen, dass man sagt, wenn das Ganze hier unter dem Bereich von 30 geht, sind wir in einem überverkauften Bereich und sollte eine Trendwende hier einsetzen. Hier haben wir natürlich deswegen auch bewusst den S&P gewählt. Natürlich ein ideales Signal. Es hat hier in der Form absolut gepasst. Wir haben danach, sage ich mal, erst wieder die nächsten Werte jetzt unter der 30 mit dem Beginn der Corona-Krise hier Ende Februar. Das heißt, je nachdem, wie stark man das einstellt, umso mehr oder weniger Signale bekommt man. Das heißt, wenn ich hier natürlich auf eine Länge von 14 gehe, werden Sie sehen, kommen natürlich dann auch mehr Signale, heißt mehr Einstiege, kann tendenziell dann auch bedeuten mehr Fehlsignale. Aber der RSI gibt hier einen sehr guten Aufschluss. Am Ende muss man halt immer sehen, was sehen Sie im Chart und was bringt Ihnen so ein Indikator noch als Mehrwert. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Indikatoren. Man muss gerade bei der Chartanalyse auch immer darauf achten, dass man das Ganze hier nicht überlädt. Ansonsten bei der technischen Chartanalyse neben dem Volumen
ganz wichtig, sogenannte Unterstützungen sich hier einzuzeichnen. Ich glaube, eine ganz wichtige, gerade bei Indizes funktioniert das richtig gut. Haben wir hier gesehen, wo Ende 2018 so um die 294 Dollar der die SPY immer abgeprallt ist. Und wir sehen natürlich hier auch eine gewisse Relevanz, dass sogenannte Allzeithöchststände oder auch lokale Höchstkurse, das müssen jetzt nicht immer muss nicht immer ein Allzeithoch sein, auch lokale Hoch- und Tiefpunkte haben eine sehr große Relevanz, dann hier nicht durchbrochen wurden. Es gab wieder die Korrekturbewegung, erst dann im Juli 2019 die Bewegung so auf die 300-Punkte-Marke, aber da sehen Sie auch, die 300-Punkte-Marke konnte dann nicht wirklich über einen längeren Zeitraum durchbrochen werden, erst dann im Herbst 2019, wo dann diese längere Aufwärtsbewegung eingesetzt hat. Also lokale Höchstpunkte oder Hoch- und Tiefkurse kann man sagen, ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Zeichne ich mir immer hier im Chart mit ein. Vielleicht ein sehr gutes Beispiel für einen weiteren lokalen Hochpunkt haben wir nämlich hier im Oktober. Hier vielleicht mal eine andere Farbe, dass es etwas besser auch für Sie zu sehen ist. Da haben wir nämlich hier drei lokale Hochkurse, schöne W-Formation. Hier gab es dann die Abwärtsbewegung, also es gab nicht den Durchbruch. Man muss halt immer aufpassen, ganze Zahlen spielen natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und dann ansonsten das natürlich jetzt nicht auf den Cent genau sehen, ein Durchbruch. Gerade wenn man hier auf Tagesbasis arbeitet, muss dann schon deutlich und auch vielleicht mit einer gewissen Dynamik, mit einem gewissen Volumen, deswegen haben wir es ja hier mit eingefügt, dann verlaufen. Dann kann man auch durchaus mit solchen Ausbrüchen, sogenannten Trendfolgen, dann in den Markt einsteigen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, so banal und einfach es ist, Unterstützungen und Widerstände hier mit einzeichnen und nutzen, gerade bei Indizes, wichtiger als vielleicht bei jetzt einzelnen Aktien, wo es mit Gaps, mit Quartalszahlen und anderen News natürlich dann häufig auch Bewegungen gibt, die jetzt ja, mit Chartanalyse dann kaum noch zu analysieren sind. Also wenn jetzt ein Wert den Sprung von 20% macht, dann befindet er sich schon völlig neuen Niveau, dann wird es immer schwierig. Aber bei Indizes haben wir halt den Vorteil, dass diese, sage ich mal, für eine technische Chartanalyse deutlich besser geeignet sind. Wenn wir gerade bei den Zeichenfunktionen sind, was auch sehr häufig mitgenutzt wird, ich wollte es auch einmal zeigen, dass Sie es hier mit sehen, sind die sogenannten Fibonacci-Tools. Da haben wir hier Fibonacci oder Retracement. Das Falsche. Ich wollte Ihnen hier die Price Extension Lines zeigen. Also wir haben hier eine Aufwärtsbewegung mit der darauf folgenden Abwärtsbewegung. Und nachdem wird dann dementsprechend hier die Einteilung vorgenommen. Wir sehen im Prinzip dann die prozentuale Darstellung. Es gibt einige, die hier natürlich auf so ein Fibonacci Retracement schwören. Und daher ist es, glaube ich, gut, dass es mit drin ist. Mir jetzt für die Chartanalyse hilft es selbst weniger. Und wie zu Beginn gesagt, im Prinzip ist es schon beim RSI so ein Stück der Fall. Sie sehen, dass eine Abwärtsbewegung entsteht. Es muss Ihnen wirklich einen Mehrwert bringen, was bei der technischen Analyse hier angezeigt wird und dementsprechend nicht schon etwas, was ich im Chart schon sehe. Deswegen beim RSI entweder die Einheiten überverkauft und überkauft etwas größer. Mach es gerne auf 20-80, dass mir die Signale dann auch dementsprechend ja, relevant erscheinen. Oder halt hier mit einer Länge von 25, dann sind die Ausbrüche auch im Rahmen. Und da sehen wir in der Form, das ist jetzt über einen Zeitraum von 2 Jahren, haben wir, wenn wir es genau nehmen, eigentlich bloß hier einmal das Long-Signal. Hier in der Form haben wir dann nochmal zwei Short-Signale, wo man natürlich dann sieht, dass der Markt noch ein gutes Stück höher geht, bevor es zum Einbruch kommt. Und hier haben wir wieder dann jeweils in Long- und Short-Signal. Muss man natürlich sehen, klar geht es immer noch ein Stück weiter, hängt dann auch ein Stück weit von Ihrem Stop-Management ab. Aber wenn man jetzt sich diese 6 Signale insgesamt anschaut, hätte man zumindest, sage ich mal,
eine Trefferquote von 50%, wenn man jetzt Stop und Target wahrscheinlich identisch vornimmt. Und das kann natürlich hier einen interessanten Mehrwert auch im kurzfristigen Bereich mitgeben. Und was ich Ihnen weiterhin noch mit für die technische Analyse hier beigefügt habe, ist das Bollinger Band. Ja, nach dem Namen John Bollinger benannt, glaube auch so in der 80er Jahre, wo das Ganze entwickelt wurde. Hier geht es einfach darum, dass wir einen Mittelwert haben, ganz normalen Moving Average, wo es mit einer Standardabweichung eine Schwankungsbreite gibt, in der wir jetzt erwarten, dass sich der Kurs bewegt. Also irgendwo schwankt natürlich ein Wert immer um seinen Mittelkurs, nur dass wir halt hier noch diese zweimal Standardabweichung als Grenzen haben, was die äußeren Linien des Bollinger Bands anbelangt. Und da wird es in der Regel, oder gibt es verschiedenste Interpretationen. Eine sehr häufige ist, dass man bei einer Bewegung außerhalb der oberen Grenze oder unteren Grenze eine Gegenbewegung sieht. Das heißt, dass wir in der Form dann in die andere Richtung wieder laufen. Da muss man natürlich auch mal schauen, dass man das vielleicht auch mit dem Schlusskurs oder nimmt man nur den High- und Low-Kurs, High- oder Low-Kurs hiermit betrachtet. Aber dazu können wir uns auch mal ein konkretes Beispiel anschauen. Wir gehen mal hier mit rein und sehen im Prinzip hier den Schlusskurs, der über dem Band ist, wenn sich diese Tendenz nicht weiter fortsetzt. Hier haben wir dann noch einen zweiten Tag, wo es darüber ist, bis es dann, sage ich mal, keinen Schlusskurs mehr außerhalb des Bandes gibt. Also bei einem Kurs oberhalb des äußeren Bandes oder unterhalb des unteren Bandes geht man häufig von einer Bewegung wieder in die andere Richtung aus. Sollte es aber sich verfestigen, dass weitere Kurse hier außerhalb des Bandes liegen, dann ja, geht man von einem beginnenden Trend aus. Was auch immer ganz interessant ist im Bollinger Band, man kann im Endeffekt anhand der Range ganz gut sehen, ob jetzt in nächster Zeit ja, vielleicht wieder eine größere Bewegung ansteht. Also umso weiter die Bänder zusammenlaufen, umso kleiner sind natürlich irgendwo auch die Schwankungen und dementsprechend wird dann erwartet, dass diese wieder zunehmen. Das heißt in erster Linie nicht, dass Sie jetzt ja, schon mal wissen, in welche Richtung es geht, aber das ist auch so eine Information, die Ihnen die Bollinger Bänder in der Form mitgeben. Und glaube, ganz interessant ist, gerade in den Abwärtsbewegungen zu beobachten, wenn man da wirklich 2, 3 Tage hier hat, wo es deutlich unterhalb des Kurses ist, dann kann man recht gut schon erkennen, dass sich dann auch hier ein Trend entwickelt. Ich glaube, hier in der Form ganz gut zu sehen, wo wir hier wirklich 6, 7 Tage unterhalb des Bollinger Bands uns bewegen. Als Zusatzinformation, Sie sehen vielleicht hier immer noch diese roten Punkte. Deswegen meinte ich auch, oft ist es natürlich ein Zusammenspiel aus mehreren Indikatoren. Sehen Sie, dass das immer noch ein lokaler Tiefkurs war. Also jeder rote Punkt beschreibt im S&P 500 oder im ETF dafür, in dem Fall hier, einen neuen Jahrestiefstand. Und das macht natürlich die ganze Sache viel interessanter. Wir haben hier im Prinzip so das erste Mal, ja, okay, es bahnt sich wohl ein Abwärtstrend an. Zweiter Tag ist es, sage ich mal, knapp noch außerhalb der Linie geblieben oder innerhalb unseres Bereiches. Und dann kommt der Durchbruch mit einem neuen Jahrestiefkurs und diese 4 weiteren Bewegungen, je nach Stop und Target, kann man natürlich dann schön mit nutzen, weil man hat die Information, okay, es gab einen Ausbruch, da sind wir wieder bei Widerstand, Support oder lokalen Hoch- und Tiefkursen. Und dies nennt man hier sogenannte Showmies, die wir hiermit angezeigt bekommen. Gehen nochmal zurück. Sie sehen das hier auch in den blauen Punkten, also jeder blaue Punkt stellt hier ein neues Jahreshoch dar. Das letzte hatten wir ja im S&P 500 am 19. Februar. Und dann auch wieder ganz interessant zu sehen, wo dann hier dieses Jahr im August die nächsten neuen Jahreshochkurse ausgebildet wurden. Hat es wirklich erstmal 3, 4 Tage benötigt. Ich kann das ein bisschen auseinanderziehen, dass Sie es vielleicht auch hier besser sehen. Also da sind wir wieder auf das Niveau im August gekommen, wo wir vor der beginnenden Corona-Krise waren.
Und dann gab es hier wirklich einen Ausbruch. Das heißt, wir sehen, es ist jetzt deutlich über unsere 340-Punkte-Marke gegangen. Und den Ausbruch kann man natürlich hier auch dementsprechend, zumindest hier, wenn Sie die nächsten oder letzten 5 Tage nehmen, schön mit dem Bollinger Band sehen. Es war deutlich immer über den Kursen. Und das ist natürlich dann auch eine Information, wenn man hier vielleicht sogar den RSI dann mit hernimmt, wo man ein paar Punkte mitnehmen kann. Also zumindest hier diese 5-Tages-Bewegung wäre ideal jetzt zu lesen gewesen mit dieser Kombination, die wir hier eingestellt haben. Und TradeStation ist auch standardmäßig mit verfügbar. Unter Insert Analysis Techniques haben Sie Showmes. Da können Sie sich Jahreshochkurse oder dementsprechend auch, wenn Sie kurzfristig arbeiten, das auch Wochen- und Monatsbasis mit darstellen lassen. Weil ganz wichtig hier, wenn sich viele dran halten und viele natürlich auch ihre Orders dort setzen, ob das jetzt Ausbruchs- oder Trendfolge-Orders sind für Einstiege oder auch um Positionen zu schließen, haben natürlich diese Bereiche eine besondere Relevanz. Und deswegen wird man das auch sehr häufig immer wieder erleben, dass lokale Hochkurse, sogenannte Pivotpunkte, eine starke Relevanz haben. Und darum funktioniert die technische Analyse gerade bei solchen Werten in der Form wirklich sehr gut. So, und zuletzt vielleicht noch ein kurzer Hinweis, falls Sie nach eigenen Indikatoren oder nach eigenen Chartmustern filtern wollen, haben wir auch hier eigene Indikatoren, die so etwas mit darstellen. Im Prinzip im Chart vielleicht nicht ganz so interessant, weil man es direkt erkennt, aber ich glaube, gerade für den Bereich Radarscreen, wenn man auf mehreren Werten arbeitet oder für Watchlisten, eine sehr interessante Angelegenheit. Hier haben wir Hammer und Shooting Star, wo man im Prinzip angezeigt bekommt, ob jetzt ein Chart gerade ein Hammer oder ein sogenannter Shooting Star entstanden ist. Auch da völlig egal auf welcher Zeitebene. Hier haben wir so eine ganz schöne Kerzenformation. Sie sehen hier, erst wollte es nach oben Richtung Gap-Schließung, dann hat sich aber der Abwärtsmarkt durchgesetzt. In der Form geht es dann auch noch gute 10% weiter runter, auch wenn der Folgetag erstmal positiv war. Aber das sind natürlich auch noch solche kleinen Feinheiten, die man hier mit hinzufügen kann. Würde ich in der Regel jetzt vielleicht nicht direkt in den Chart packen. Da sieht man natürlich gerade solche einfachen Formationen recht simpel und Sie müssen immer aufpassen, dass Sie das Ganze in der Form nicht überladen. Aber im sogenannten Screening, wenn wir vielleicht noch einmal kurz auf unseren Startbildschirm gehen, hier im Radarscreen, macht sowas natürlich durchaus Sinn, dass ich hierher gehe und sage, ich nehme das genau so mit rein, um solche Möglichkeiten natürlich dann über den Radarscreen direkt zu sehen. Und das können Sie im Prinzip für alle beliebigen Formationen durchführen, können sich hier gern auch, wenn das Webinar jetzt noch online ist, für das entsprechende Webinar registrieren oder Sie kommen direkt auf uns zu. Wir können Ihnen natürlich hier diese einfachen Tools gerne mit an die Hand geben oder wenn Sie Ideen haben, diese auch gemeinsam mit Ihnen umsetzen. Ja, sollte Ihnen dies gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie zu unserem YouTube-Kanal subscriben, sodass Sie in Zukunft auch keines der Webinare verpassen oder Videos verpassen. Und für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Webseite oder senden Sie uns direkt eine E-Mail. Wir sind ja gern behilflich und geben Ihnen weitere Informationen. Vielen Dank.